Sanitäten und Militaria Menzel, guten Tag. Hallo? Ja, hier, ja. Hier ist Mike Laurie. Ja, schönen guten Tag. Wie geht's denn so? Es geht so, danke. Ich bin Drogenfahnder. Ja, bitte. Wo wart ihr letzte Nacht, Freunde, hä? Was soll denn der Quatsch? Entschuldigung, was hast du gesagt? Was soll denn der Quatsch? Würden Sie mir bitte Ihr Fahrzeugkennzeichen vortragen? Wissen Sie was? Ich komme mal an die Füße fassen. Was für ein Problem hängt denn hier? Was haben Sie denn für ein Problem, sagen Sie mal? Das ist kein Spielchen, Freund. Sind Sie nicht ganz dicht in der Murmel? Hier ist reichlich Dope im Spiel. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Kommen Sie hier ins Geschäft, wenn Sie was von mir wollen. Hey! So schon mal gar nicht. Sie müssen zu mir ins Geschäft kommen. Am Telefon mache ich überhaupt nichts. Sie haben doch einen Knall, wa? Hallo? Da rufen wir gleich nochmal genau derselben Nummer an, wa? Milenz. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Mike Laurie. Um was geht es denn? Ich bin Drogenfahnder. Wie bitte? Wo wart ihr letzte Nacht, Freunde? Hä? Im Bett war ich. Würden Sie mir bitte Ihr Fahrzeugkennzeichen vortragen? Nein, das mache ich nicht. Was für ein Problem hängt denn hier? Ein Problem ist das. Das Problem ist, dass ich doch keinem wildfremden Mann am Telefon mein Fahrzeug sage. Ich bin Drogenfahnder. Ja, das ja. Kann viele sagen. Hier ist reichlich Dope im Spiel. Ich auch. Auf Wiederhören. Und nochmal, oder? Menzel, guten Tag. Würden Sie mir bitte Ihr Fahrzeugkennzeichen vortragen? Also ich werde am besten mal bei der Polizei anrufen und mich mal erkundigen, was man gegen Sie tun kann. Blöde, kläffende Türle, halt die Klappe. Am besten du kommst mal hier in den Laden zu mir, damit ich dir mal richtig welche aufs Maul hauen kann. Wo ist denn Ihr Laden? Das habe ich dir schon erzählt. Die Bösen wissen wahrscheinlich, wo sie wohnen. Also wenn du mich nicht in Ruhe lässt, Junge, irgendwie kriege ich dich, ja. Ja? Die Stimme kommt mir auch bekannt vor, dann setzt das was. Wo wart ihr letzte Nacht, Freunde, hä? Du Pissador. Entschuldigung, was hast du gesagt? Du bist ja so ein Dreckspissador. Bist du krank? Hast du dir ausgerechnet mich ausgesucht? Blödsinn. Und jetzt lässt du mich in Ruhe.